Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 79. Das ist der Antrag auf eine Aktuelle Stunde durch die Fraktion DIE LINKE, Roland Kochs, teures Erbe, gescheitertes Privatisierungsprogramm, Leo schadet Hessen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bis heute, Drucksache 20/1123. Ich darf das Wort erteilen dem Kollegen Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der letzten Sitzung des Haushaltsausschusses haben wir uns mit zwei Berichtsanträgen beschäftigt, mit Berichtsanträgen zu Kosten, die dem Land Hessen im Rahmen der Privatisierung von Landesimmobilien entstanden sind. Vor rund 15 Jahren verkaufte die CDU 55 Landesimmobilien, Ministerien, Behördenzentren und Polizeipräsidien und mietete sie für 30 Jahre zurück. Sale and lease back nannte man das dann im besten Wirtschaftsjargon. Diese Geschäfte, die kann man ganz gut zusammenfassen. Gut für Investoren, schlecht für die öffentliche Hand. Dieser Fall zeigt, auf Hessen lastet das düstere Erbe der Ära Roland Koch, erinnert sei an den von der CDU organisierten Sozialkahlschlag unter dem Motto Operation düstere Zukunft. Aber Sozialabbau, das war ja damals nicht genug. Man hat gleich noch einen weitreichenden Ausverkauf von öffentlichem Eigentum betrieben. Und, meine Damen und Herren, dieser Ausverkauf schadet dem Land Hessen bis heute. Jahrelang haben Sie diese Privatisierung als ein für das Land Hessen günstigeres und wirtschaftlicheres Modell beschönigt. Der Finanzminister Dr. Thomas Schäfer, damals Büroleiter unter Roland Koch, heute hessischer Finanzminister, rechtfertigte diese Geschäfte wiederholt. Nach Darstellung der CDU habe man ja 2,1 Milliarden € in die Landeskasse gespült, um kurzfristig die Schuldenaufnahme und Zinszahlungen zu senken. Und gleichzeitig habe man ja auch die Verantwortung für Instandhaltung und Sanierung auf Private verschoben. Doch, meine Damen und Herren, weit gefehlt. Tatsächlich muss das Land die Kosten von Umbauten und Instandhaltung selber bezahlen, sofern sie nicht ausschließlich die Gebäudestruktur betreffen. Und das wird teuer. Allein für die Polizeihochschule Hessen werden 18 Millionen € Sanierungskosten kalkuliert. Und zu den Sanierungskosten kommen ja auch noch die Mietzahlungen. Ein Beispiel: Das Behördenzentrum am Schiersteiner Berg hat man seinerzeit für 156 Millionen € verkauft. Inzwischen hat das Land 132 Millionen € an Miete und Bauunterhaltung gezahlt. Pro Jahr kommen Mietkosten von 9,4 Millionen € hinzu, und wir haben noch 15 Jahre vor uns. Insgesamt hat man zur Halbzeit schon über 1,5 Milliarden € an Miete gezahlt. Jährliche Mietzahlungen von mittlerweile 133 Millionen € kommen noch dazu. Dazu die Kosten für Sanierung. Diese Zahlen, meine Damen und Herren, die zeigen, die Programme Leo 0, 1 und 2, die waren von Beginn an darauf ausgerichtet, kurzfristig und kurzsichtig Geld in die Kassen des Landes zu spülen. Steuergeschenke für Unternehmen und Reiche auf Bundesebene sollten nicht noch größere Haushaltslöcher in hessische Kassen reißen und die CDU-Schuldenberge nicht noch weiter anwachsen. Diese Geschäfte waren falsch, sind falsch und werden falsch bleiben. Und bisher konnte der Finanzminister auch nicht glaubhaft versichern, dass diese Privatisierungen überhaupt nur einen wirtschaftlichen Vorteil gebracht haben. Wie auch, bei allen Paketen sind die Kosten für Rückanmietung und Sanierung, die das Land zu tragen hat, deutlich teurer als die Erlöse aus den Verkaufen. Aber die Privatisierung, die hat nicht nur finanzielle Folgen. Schaut man sich doch einmal an, wie sich die Grundstückspreise entwickelt haben. Wer weiß, was die Immobilien und Grundstücke heute wert wären. Sie sollten das einmal evaluieren. Also hat sich das Land auch gesellschaftspolitischer, stadtentwicklungspolitischer Spielräume geraubt. Der mögliche Einfluss auf solche Prozesse ist verspielt worden, bedauerlich angesichts der Debatten, die wir hier so führen. Aber zum Glück, öffentlicher Druck, der zeigt Wirkung. Als Reaktion auf Recherchen des Hessischen Rundfunks hat die Landesregierung nun endlich angekündigt, die Leo-Pakete wenigstens zu evaluieren. Und damit gestehen sie nach 15 Jahren endlich ein, und immerhin ein, dass sie diese Praxis, eigene Immobilien zu verschachern und anschließend teuer zurückzumieten, nicht mehr ohne Weiteres fortsetzen können. Immerhin ein kleiner Erfolg, der da errungen ist.
Und das Behördenzentrum Schiersteiner Berg zeigt ja auch, Sie sorgen schon, dass eine Tochter, die OFB, die eine Tochter der Hessischen Landesbank, das zurückkauft, was Sie einst verkauft haben. Das zeigt ja auch, dass Sie mittlerweile bedauern, dass Sie da öffentlichen Einfluss verloren haben. Allerdings, ich habe wenig Hoffnung, dass die Evaluierung tatsächlich ergebnisoffen erfolgt, wie Schwarz-Grün mit den eigenen Altlasten umgegangen ist. Das hat man ja bereits beim Flughafen Kassel-Calden gesehen. Abschließend, ich bleibe dabei, der wegen diesem für das Land schädlichen Ausverkauf von öffentlichem Eigentum sollte Roland Koch die höchste Auszeichnung des Landes Hessen, die Wilhelm-Leuschner-Medaille, zurückgeben. Die Alfred-Dregger-Medaille, die höchste Auszeichnung der hessischen CDU, die darf er behalten. Die hat er sich nämlich redlich verdient. Privatisierung von öffentlichem Eigentum, das darf es nicht mehr geben. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schalauske. Die nächste Rednerin ist die Abg. Dahlke für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Auch mir fällt es schwer, nach der Debatte heute Morgen zur Sachpolitik zurückzukehren, aber ich gebe mein Bestes. Ich darf heute zu einem Thema sprechen, das seinen Ursprung fand im Jahr 2004. Als ich 15 Jahre alt war, zur Schule gegangen bin und mich gerade mit der Frage beschäftigt habe, welche Leistungskurse ich wählen soll. In den Jahren Französisch und Deutsch. In den Jahren 2004 bis 2006 hat die damalige Landesregierung Bürogebäude, Finanzämter, Ministerien, Polizeipräsidien und weitere Landesimmobilien verkauft, um damit kurzfristig Geld in die Kasse zu bekommen. Die insgesamt 55 Gebäude haben dem Land damals 2,1 Milliarden Euro gebracht. Die Kosten für die Miete, die das Land seitdem für die Liegenschaften zahlt, denn dazu hat man sich ja damals verpflichtet, diese Kosten werden die 2,1 Milliarden an Erlösen voraussichtlich noch in dieser Legislaturperiode übersteigen. Verkaufen kann man nur einmal, aber die Miete muss nach den vertraglichen Verpflichtungen für 30 Jahre gezahlt werden und belastet so lange und wiederkehrend den Haushalt. Dieser Deal ist nicht unbedingt nachvollziehbar, wenn nachhaltige Finanzpolitik zugrunde gelegt wird. Nachhaltige Finanzpolitik bedeutet immer auch eine generationengerechte Finanzpolitik, die auch im Blick behält, dass das Landesvermögen erhalten wird. Eine generationengerechte Finanzpolitik in diesem Sinne lässt sich bei dieser Rechnung hier nicht erkennen. Die damals handelnde Landesregierung und nicht nur die mag die Verkäufe als sinnvoll erachtet haben. Die Protokolle der immer wiederkehrenden, engagierten Debatten dazu in den vergangenen Jahren lassen sich im System nachlesen. Die grüne Fraktion hat damals die Leo-Verkäufe entschieden abgelehnt, und wir halten es auch weiterhin nicht für sinnvoll, dass die Gebäude vor 15 Jahren verkauft worden sind. Wir haben die Verkäufe kritisiert und haben von der Kritik heute auch nichts zurückzunehmen. Aber die Verträge sind jetzt da, und das heutige Handeln kann immer nur die Gegenwart und die Zukunft beeinflussen. Was ich also definitiv für sinnvoll halte und worauf wir heute noch Einfluss haben, das ist, sich anzuschauen, wie die Immobilien des Landes sich weiterentwickeln sollen und wie mit den verkauften Liegenschaften zukünftig umgegangen werden soll. Es ist sinnvoll, sich alle Gebäude im Einzelnen anzuschauen und für jedes zu entscheiden, wie nun damit umgegangen werden soll. Manche Standorte werden vielleicht zurückgekauft, manche Mietverträge werden verlängert werden, bei manchen werden die Verträge auslaufen. In diesem Sinne begrüßen wir ausdrücklich die vom Finanzministerium angekündigte ergebnisoffene Evaluierung. Das Land will mithilfe von externem Sachverstand, also mit einem objektiven Blick, jede einzelne Immobilie beurteilen. Das finde ich sehr gut, denn das, was jetzt auf der Tagesordnung steht, das ist konstruktive Schadensbegrenzung. Konstruktiv an der Begrenzung des Schadens mitarbeiten bringt uns allen hier am meisten. Das bringt auch den Bürgerinnen und Bürgern, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern am meisten und den Schülerinnen und Schülern, die sich heute mit der Frage beschäftigen, welche Leistungskurse sie wählen sollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dahlke. Nächster Redner ist der Abg. Vohl für die Fraktion der AfD.
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Das im Rahmen der Aktuellen Stunde auf Antrag der Fraktion DIE LINKE zu behandelnde Thema betrifft mehrere Veräußerungen im Besitz des Landes Hessen befindlicher Immobilienpakete in den Jahren 2004 bis 2006, die als Leo 0 bis Leo 2 bezeichnet werden. Bekanntlich regierte zu dieser Zeit die CDU unter Vorsitz von Ministerpräsident Roland Koch noch alleine. Der Finanzminister hieß Karl-Heinz Weimar. Der heutige Finanzminister war zu dieser Zeit meines Wissens Büroleiter des Ministerpräsidenten. Der Verkauf der insgesamt 55 Leo-Liegenschaften aus den drei erwähnten Portfolios erbrachte insgesamt einen Erlös von ca. 2,1 Milliarden €. Die vom Hessischen Landtag und Landesrechnungshof eng begleiteten Transaktionen waren eingebettet in ein sogenanntes Sales-and-Rent-Back-Modell, welches im vorliegenden Fall vorsah, den Verkauf der Immobilien für einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren durch das Land anzumieten. Die konkrete Ausgestaltung der Mietverträge im Rahmen des Modells ist derart, dass der Vermieter genau die Kosten für die Sanierung von Dach und Fach übernimmt, also Dach und Außenwände, und der Mieter, also das Land, für die alle übrigen Sanierungskosten der Immobilie aufkommt. Die bis 2018 aufgelaufenen Mietkosten für das Land betragen ca. 1,5 Milliarden €. Ihre Hochrechnung bis zum Ende des maximalen Zeitraums im Jahr 2034 beläuft sich auf weit über 3 Milliarden €. Nachdem nun etwa die Hälfte des maximalen Mietzeitraums verstrichen ist, soll nach Aussage des Finanzministers eine formative Evaluation des Leo-Verkaufsprogramms vorgenommen werden, deren Ergebnis im Laufe des kommenden Jahres erwartet wird. Wir begrüßen dies sehr. Zur Bewertung der Legitimität einer vollzogenen Verkaufsentscheidung kann es durchaus hilfreich sein, sich die Verwendung des Verkaufserlöses zu vergegenwärtigen. So erbrachte z. B. der Verkauf des erwähnten Immobilienportfolios Leo I einen Erlös von 1,07 Milliarden €. Dieser wurde nachweislich fast vollständig zur Reduzierung des hessischen Haushaltsdefizits verwendet. Die aufgeworfene Problematik des Verkaufs von Landeseigentum und dessen anschließende Anmietung unter der Nebenbedingung der Sanierungspflicht durch das Land Hessen gibt Anlass zu grundsätzlichen Betrachtungen, welche in der politischen Sphäre in der Regel nicht die ihnen gebührende Berücksichtigung finden. So etwa hat der Landesrechnungshof im Vorfeld der Immobilienverkäufe verschiedene Szenarien simuliert und gelangte aufgrund seiner Annahme über unter anderem die zukünftige Miet- und Zinsentwicklung offenbar zu dem Ergebnis, dass der Verkauf der landeseigenen Liegenschaften und anschließende Anmietung derselben deren Besitz vorzuziehen ist. Diese Verfahrensweise ist unseres Erachtens im Grundsatz nicht kritikwürdig. Es ist sehr wohl nachsehbar, dass der Rechnungshof Mitte der Nullerjahre weder die Bankenkrise noch die Nullzinspolitik der EZB sowie die damit einhergehenden exorbitanten Steigerungen der Immobilien- und Mietpreise in seiner Risikokalkulation berücksichtigte. Zu vernehmende Bewertungen von politischer Seite, es habe sich bei den Immobilienverkäufen und Anmietungen um ein neoliberales Privatisierungsprogramm gehandelt, bedienen lediglich populistische Argumentationsmuster und verkennen die hier nur angedeutete Komplexität des Problems. Nicht nachsehbar ist jedoch die Handlung der Landesregierung, welche einen Großteil des Erlöses aus der Veräußerung der drei Leo-Immobilienpakete zur Tilgung hessischer Haushaltsschulden verwendete. Während stattdessen die vierstelligen Millionenbeträge aus der Veräußerung der Leo-Liegenschaften z. B. in den Ausbau der hessischen Wirtschaftsinfrastruktur geflossen, unter Fokussierung auf die Zukunftsbereiche Digitalisierung, Algorithmen und künstliche Intelligenzforschung, dann würde hierdurch perspektivisch ein Mehrwert generiert werden, welcher die zu Beginn getätigten Investitionen weit überstiegen hätte. Aufgrund der rein politisch motivierten Zielvorgabe, kurzfristig Kapital zu erzeugen und damit eigenhändig verursachte Haushaltslöcher zu stopfen,
müssen die Verkäufe der drei Leo-Portfolios in den Jahren 2004 bis 2006 durch den hessischen Landesregierung nicht erst heute, sondern bereits damals als Rohrkrepierer bewertet werden. Indem Sie durch falsche Investitionsentscheidungen damals wie heute die Zukunft dieses Landes mehr und mehr verspielen, sind Sie als Landesregierung in der Tat ein fortwährendes Minusgeschäft für unsere hessischen Bürger. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Voth. Nächste Rednerin für die Fraktion der Freien Demokraten ist die Kollegin Schacht-Sauer. Werter Präsident, werte Kollegen, Leo schadet hessischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bis heute. Ausrufungszeichen, Fragezeichen. Das ist der Tenor über die Aktuelle Stunde der LINKEN, wie ausgeführt auch Thema intensiver Berichterstattung, Fragestellung im Haushaltsausschuss. Werte Kollegen, es ist da richtig als Politiker, dass wir Entscheidungen der Vergangenheit immer wieder auf den Prüfstand stellen, auch hinterfragen, offen hinterfragen, allerdings, werter Herr Schalauske, ohne ideologischen Schaum vor dem Mund. Das eine mag zu gegebener Zeit richtig sein, das andere ist zu der anderen Zeit richtig. Wir sind der Meinung, man muss erstens die Größe besitzen, immer wieder sich hinzustellen und zu hinterfragen für den Steuerzahler, für den Bürger. Aber dabei auch den Blick auf die Zukunft zu richten. Wer hätte dann bitte vor 15 Jahren gedacht, dass der Kapitalmarkt, der Finanzstandort Frankfurt, sich in der Situation präsentiert, wie er sich heute präsentiert? Das hätte kein Mensch erahnt in den kühnsten Träumen. Und das hat doch natürlich Auswirkungen auf Anlageentscheidungen. Noch einmal zur Erinnerung, zur Vervollständigung. Ja, ich weiß, die LINKEN mögen kein Privateigentum, aber wir versuchen, das lehrend einzusetzen. Die CDU-Alleinregierung, es ist ausgeführt worden, hat unter Roland Koch und Karl-Heinz Weimar, die Summen muss man nicht noch einmal erwähnen, ein ziemliches Paket bei Leo 1 und 2 verkauft. Es folgten interessanterweise keine weiteren Leo-Pakete. Und die Frau Kollegin Dacker hat es ausgeführt, das Guthaben ist sozusagen jetzt aufgebraucht. Man stellt sich natürlich schon die Frage, wenn man sagt, eigentlich hätte man doch rechnen können, auch bei angesichts der sehr langfristig laufenden Mietverträge und der Sanierungsarbeiten, cui bono bei diesem ganzen Paket, ja, welcher Fonds übernommen hat, weil ehrlich gesagt, wenn man als kleine Mittelständler mal solche Verträge abschließt mit Sanierungsverpflichtungen und rechnet ein bisschen, denkt man sich, könnte ein bisschen eng werden. Und es wird ja jetzt eng. Also Zeit genug. Und das ist eigentlich, das sollte im Mittelpunkt stehen. Denn aus unserer Sicht hilft es wenig, den 15 Jahre zurückliegenden Vertragsabschluss immer wieder zu kritisieren und immer wieder durchzukauen und durchzukauen. Es gibt den Spruch, wer immer nach hinten schaut, der stolpert über die eigenen Füße und vergisst die Zukunftsgestaltung. Was hat das Land realistisch für Handlungsoptionen im Heute und Jetzt mit den Besonderheiten auch des Kapitalmarkts, um Kosten zu senken, das Paket auf rechtlich fundiertem Boden wirtschaftlicher zu gestalten? Das ist sicherlich zutreffend von der Kollegin Dacke. Es ist schon interessant, was für Bewegungsansätze in der Regierungskoalition sind eingefordert worden. Wir Freien Demokraten begrüßen es sehr, dass Finanzminister Schäfer bzw. das Finanzministerium endlich in den Handlungsmodus umzuschalten scheint. Und vor allen Dingen eine Forderung der FDP aus der letzten Wahlperiode aufgreift, wo es übrigens noch keine inhaltliche Unterstützung von den GRÜNEN gab. Aber umso mehr freut es uns, dass auch Ihrerseits ein kritischer Blick darauf gerechtfertigt ist. Vielleicht kann man hier auch einmal sagen, Grün wirkt in die andere Richtung. Ja.
Eine Evaluierung, es ist mehrfach angeklungen, eine Evaluierung ist seitens des Finanzministers im Haushaltsausschuss angekündigt worden. Werte Kollegen, wir sind aber sehr gespannt auf die konkreten Taten nach diesen schönen Worten. Denn die Aufgabe ist nicht klein. Die Landesregierung muss ein nachhaltiges, wieder mit der langen Blicksicht, nachhaltiges, wirtschaftlich tragfähiges Konzept entwickeln, wie sie mit den Objekten umgehen will, und wiederum ohne ideologische Scharniere an den Augen. Welche Liegenschaften brauchen wir dringend? Wo entsteht auch neuer Bedarf? Was hat sich regional entwickelt? Wo ist Eigentum besser als Miete? Welche Verträge könnten doch durch Verhandlungen vorzeitig beendet werden? Wo ist ein Ausstieg möglich? Das sollte jetzt ganz, ganz schnell konkret angegangen werden. Und lassen Sie mich aber bitte noch zwei Punkte, weil das, und da kann man jetzt fragen, sind wir bei den Worten? Liebe Frau Kollegin, zwei Punkte ist aber sehr viel, weil Sie sind schon außerhalb der Redezeit. Sie haben mich gar nicht ermahnt. Das war eine Strategie der Freien Demokraten. Der Dr. Naas kommt hierher, führt mit mir Gespräche. Und Sie reden einfach weiter. Ich entschuldige mich. Ganz kurz zwei Sätze. Evaluierung extern, keinesfalls in der Landesregierung selbst. Hessischer Rechnungshof wäre gut. Und was gar nicht geht, dass der Finanzminister für die Evaluierung 6 zusätzliche Stellen haben will, das wäre aus unserer Sicht eine Milchmädchenrechnung. Vielen Dank und Entschuldigung. Na, ich sage Respekt, Frau Kollegin. Also, wie man so zwei Punkte in so kurzen Sätzen zusammenfassen kann, ist vorbildhaft. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Nächster Redner ist Marius Weiß für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich versuche es ohne Ermahnung. Es gibt bestimmte Gedenktage, die an zeitliche Wendepunkte erinnern, ob das der Equal Pay Day ist oder der Steuerzahler-Gedenktag. Und bald, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es von Miriam Dahlke eben schon gehört, ist der Leo-Gedenktag. Ab da zahlen wir drauf. 2 Milliarden Euro gab es an Einnahmen für die 54 Gebäude, die ab 2005 von der damaligen Landesregierung verkauft wurden. Und im Moment sind wir bei Ausgaben für Miete und Bauunterhaltung von 1,8 Milliarden Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben noch nicht einmal die Hälfte der Laufzeit der Mietverträge erreicht. Am Ende der Laufzeit wird das Land Hessen für Grundstücke und Gebäude, die ihm nicht mehr gehören, insgesamt 4 Milliarden Euro bezahlt haben. Für die Polizeihochschule wurde der Leo-Gedenktag schon erreicht. Für 77 Millionen Euro verkauft, bisher 81 Millionen Euro für Miete und Bauunterhaltung gezahlt. Und 14 Millionen kostet die anstehende Sanierung. Für das Behördenzentrum Schiersteiner Berg steht der Leo-Gedenktag kurz bevor. Für 156 Millionen Euro verkauft, bisher 132 Millionen Euro Miet- und Bauunterhaltung pro Jahr, kommen 9,4 Millionen Euro dazu. Für das Sozialministerium sind bisher 19 Millionen Euro Sanierungskosten aufgelaufen. Insgesamt 190 Millionen Euro nur reine Sanierungskosten, das sind 13,5 Millionen Euro pro Jahr, gibt das Land Hessen seit 2005 für 54 Gebäude aus, die ihm nicht mehr gehören. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Finanzminister Schäfer hat letzte Woche auf unseren Berichtsantrag im Haushaltsausschuss geantwortet. Auf meine Frage, warum denn das Land sich als Mieter verpflichtet hat, die Sanierungen zu zahlen an den Gebäuden, die ihm gar nicht mehr gehören, was kein Privatmann machen würde, sagte er, wegen der Autonomie. Wir müssen den Vermieter nicht vorher um Erlaubnis fragen, wenn wir sanieren wollen. Das war der Grund. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für 190 Millionen Euro, für 13,5 Millionen Euro im Jahr, finde ich, bin ich durchaus bereit, ab und zu mal den Vermieter um Erlaubnis zu fragen, ob ich irgendwas sanieren kann, statt das Geld auszugeben. Jetzt will die Landesregierung die Leo-Geschäfte evaluieren. Wir sind gespannt, aber ich sage vor allem vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir mit dieser Landesregierung und diesem Finanzminister gemacht haben,
bin ich auch durchaus misstrauisch, was diese Evaluierung angeht. Das habe ich letzte Woche im Haushaltsausschuss schon gesagt. Die CDU erzählt seit 14 Jahren, dass das ein super Geschäft war. Noch letzte Woche im Haushaltsausschuss hat der Finanzminister Schäfer in seinen Vorbemerkungen, bevor er angekündigt hat, dass es eine Evaluierung geben soll, gesagt, dass er keinen Grund zur Kritik an diesen Leo-Deals sieht. Das ist aus seiner Sicht nachvollziehbar, weil der Minister Schäfer ja damals selber schon in politischer Verantwortung war. Ohne das nicht nachlassende parlamentarische Nachhaken der Opposition, der SPD und ohne die hervorragende Recherchearbeit von HR und den anderen hessischen Medien gäbe es diese angekündigte Evaluierung nicht. Das war keine autonome Entscheidung des Finanzministers, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt weitere Gründe, warum wir die Evaluierung misstrauisch beäugen. Die Erfahrungen mit diesem Finanzminister, zuletzt bei seiner bewussten Verdrehung der Wirkungen von Heimatumlage und starker Heimat, lässt uns zweifeln. Und nicht zuletzt lässt uns auch die offenkundige Meinungsverschiedenheit bei diesem Thema der Koalitionsfraktionen von CDU und GRÜNEN zweifeln, wie wir es eben gehört haben. Aber wir sind sehr gespannt auf die Evaluierung, denn wir möchten da noch ein paar andere Fragen mit aufrufen. Denn wir haben noch eine ganze Menge Fragen in diesem Komplex. Wem gehören eigentlich diese ganzen Gebäude heute, in denen unsere Landesbehörden sitzen? Das wissen wir zum Teil gar nicht. In welche Taschen welcher Unternehmen fließen denn überhaupt diese Milliarden an Mietzahlungen über 30 Jahre? Das wissen wir überhaupt nicht. Warum gab es eigentlich kein Leo 3? Warum gab es nur 3 Leo-Pakete? Gab ja danach auch noch Landesimmobilien. Bei der Staatskanzlei beispielsweise, beim Anbau vom Hessischen Finanzministerium, da hat man sich auf einmal entschieden, andere Praktiken zu machen. Da hat man dieses Verfahren nicht mehr verwendet. Wie wirkt sich denn eigentlich die doppelte Miete auf die Wirtschaftlichkeitsberechnungen aus? Wir zahlen nicht nur jetzt gerade, sondern auf Jahre hinaus doppelte Miete für die Liegenschaften, weil die Sanierungsbedürftigkeit da ist, wir in andere Räumlichkeiten umziehen müssen, und wir zahlen für die alte und die neue Räumlichkeit Miete. Das war in den damaligen Wirtschaftlichkeitsberechnungen überhaupt nicht drin. Wie wirkt sich das aus? Das wollen wir wissen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollege, die Redezeit ist liebe Kollegin, ja, jetzt mussten Sie mich doch erwarten, aber ich komme wirklich zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wo sind denn eigentlich die Risiken der privaten Investoren bei diesen Verträgen gewesen? Wir reden bis jetzt die ganze Zeit immer nur sich über realisierte und eingetretene Risiken des Landes. Von den Risiken des Investoren oder der Investoren damals weiß ich überhaupt nichts. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt wirklich zum Schluss. Die CDU trägt die Verantwortung für den größten Ausverkauf von Landeseigentum in der Geschichte Hessens. Und wir werden dafür sorgen, dass daran immer erinnert wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, lieber Kollege Marius Weiß. Er kann sich schon einmal auf den Weg machen, denn der nächste Redner ist der Kollege Reul. Und das passt auch fast geografisch. Und insoweit darf ich ganz herzlich begrüßen auf der Besuchertribüne unseren ehemaligen Kollegen, den Präsidenten des Landessportbundes, Dr. Rolf Müller. Herzlich willkommen, ein gern gesehener Gast in diesem Haus. Wir freuen uns, lieber Rolf Müller, dass Sie da sind. Ja, und damit darf ich den Kollegen Reul aus dem Main-Kinzig-Kreis an das Rednerpult bitten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Debatte ist schon etwas verwunderlich, weil, wenn man den Ausführungen im Ausschuss gefolgt ist und das, was heute hier vorgetragen worden ist, von Ihnen, Herr Schalauske und Herr Weiß, dann war das nichts Neues. Die Argumente haben Sie im Ausschuss vorgetragen. Sie haben die Erklärung des Ministers dazu erhalten. Sie haben keine Nachfragen mehr gehabt. Und heute machen Sie hier politisches Theater. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich halte fest, auch wenn Sie über Leo-Gedenktage philosophieren, dieses Thema taugt zu keinerlei Skandalisierung. Der Finanzminister hat angedeutet, dass er eine Evaluation macht. Das ist ganz normal. Das ist ein normaler Vorgang. Die Immobilien, die einem Mietvertrag von 30 Jahren unterliegen, dass man dort nach der Hälfte der Mietlaufzeit einfach mal schaut, wie ist der Bestand, wie sind mögliche weitere Verwendungsmöglichkeiten, was ist an der einen oder anderen Stelle zu tun. Dies ist ein ganz normaler Vorgang, der normalerweise gar keiner großen Aufmerksamkeit beträgt. Auch, und das ist ganz nüchtern festzuhalten, diese Geschäfte, die vor 15 Jahren gemacht worden sind, diese drei Tranchen zum Thema Leo, die Sie
hier angeführt haben, die auch der Finanzminister im Ausschuss sehr ausführlich erläutert hat, sind zum damaligen Zeitpunkt die beste Lösung gewesen. Wir müssen uns ganz kurz zurückversetzen, in welchem wirtschaftlichen Umfeld und welche haushalterische Situation das Land Hessen zum damaligen Zeitpunkt war. Ja, es gab auch Kritik, aber diese Geschäfte wurden gemacht und ein Volumen von über 2 Milliarden € in drei Tranchen, die danach auch vom Rechnungshof noch einmal beurteilt wurden. Und dort gab es keinerlei Ansatzpunkte für Kritik. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin auch der Frau Sauer sehr dankbar, wie sie heute hier gesprochen hat, weil sie in der Tradition gesprochen hat, nämlich damals hat die FDP-Fraktion diesen Geschäften auch hier in diesem Plenum zugestimmt. Und ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch manchmal wäre an Ihrer Stelle ein Erkenntnisgewinn sehr hilfreich. Wenn wir an dieser Stelle noch einmal ganz kurz zurückschauen, die Investitionsentscheidung und auch dort die Entscheidung für den Verkauf. Es gab ja zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Verkauft man und mietet man zurück. Und damals wurde dies als die beste Möglichkeit angesehen. Man hat sogar zum damaligen Zeitpunkt Immobilienverkaufspreise erzielen können, die so hoch waren, die man damit gar nicht gerechnet hat. Teilweise das Doppelte konnte für den hessischen Haushalt erzielt werden. Dies war ein großer Erfolg unter den damaligen obwaltenden Umständen. Meine Damen und Herren, dies bleibt absolut festzuhalten. Viele Experten haben damals den Finanzminister beglückwünscht zu dieser Entscheidung und der Durchführung dieser Operation. Meine sehr geehrten Damen und Herren, insgesamt muss man natürlich sagen, dass die Sanierung von Gebäuden ein normaler Vorgang ist. Und wir jetzt genau schauen müssen an der einen oder anderen Stelle, was ist zu tun, wie machen wir es und wie gehen wir damit weiter um. Mieten wir weiter? Gehen wir aus verschiedenen Objekten raus? Wird dort saniert? Und so weiter. Diese Entscheidungen, die werden im Rahmen der Evaluation dann festgestellt werden, was der richtige Weg und der beste Weg ist. Denn eins, das möchte ich an dieser Stelle festhalten, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es uns sehr wichtig, eine hohe Qualität an Arbeitsplätzen dort vorzuhalten und diese auch so auszustatten, damit sie hervorragend weiterhin arbeiten können. Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind ihnen dankbar für das, was sie leisten. Und wir wollen ihnen ein Umfeld auch an der Stelle an die Hand geben, dass sie sich wohlfühlen und gerne ihre Arbeit tun. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, insgesamt, Herr Kollege Weiß, dies lassen Sie mich absichtlich sagen, Ihre Unterstellung, in welche Taschen fließen denn die Mieteinnahmen? Ich glaube, es ist angemessen. Entweder Sie entschuldigen sich für diese Unterstellung, oder Sie kommen hier vor und präzisieren Ihre Unterstellung, was Sie damit meinen, was Sie damit ausdrücken wollen. Bitte seien Sie etwas vorsichtiger mit Ihrer Wortwahl. Dieses dient nicht der Skandalisierung, sondern der sachlichen Auseinandersetzung. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Reul. Für die Landesregierung spricht Herr Staatssekretär Dr. Worms. Bitte schön, Herr Dr. Worms. Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus! Das Thema der sogenannten Leoliegenschaften, das heute erneut debattiert wird, ist ja alles andere als neu. Darauf ist schon hingewiesen worden. Es ist der wiederholte Aufguss eines Sachverhaltes, mit denen sich der Landtag und auch andere Gremien schon mehrfach beschäftigt haben. Die Bewertung dieses Sachverhalts ist nicht einheitlich. Ja, haben wir auch heute gesehen, aber auch das stellt keine Neuigkeit dar. Die Argumente im Einzelnen hierzu sind auf verschiedenen Ebenen vorgetragen und ausgetauscht worden. Allerdings sollte uns heute immer noch eine Tatsache bewusst bleiben. Dem Verkauf lag eine auch vom Rechnungshof nach anerkannten Regeln durchgeführte Berechnung zugrunde, mit dem Ergebnis, dass die Veräußerung mit anschließender Rückanmietung einschließlich der mit gutem Grund verbliebenen Instandhaltungspflichten signifikant wirtschaftlicher ist als der Verbleib der Liegenschaft im Landeseigentum. Und er weiß, Sie sind doch viel zu intelligent und zu gut ausgebildet, um nicht zu wissen, dass man dabei nicht einfach nur Verkaufspreis und zu zahlenden Mieten gegenüberstellen kann.
Sie wissen genau, dass es um die Barwerte geht, die verglichen werden müssen. Und dieser Barwertvergleich ist positiv ausgefallen. Natürlich kann man über die politische Bewertung des Verkaufs weiterhin streiten. Und natürlich ist es als legitimes Anliegen zu werten, Sachverhalte, die zwischen 12 und 15 Jahren zurückliegen, immer wieder neu zu thematisieren. Und es ist auch legitim, wenn sich oppositionelle Betrachtungen immer wieder in diesem rückwärtsgewandten Blickfeld verlieren. Allerdings geht es bei einer solchen vergangenheitsbezogenen Sichtweise eines völlig unter. Und zwar völlig unabhängig davon, ob wir Eigentümer oder Mieter von Liegenschaften sind. Die Welt hat sich weiter gedreht, und wir stehen heute, 12 bis 15 Jahre nach dem Verkauf, im Bereich der Büroimmobilien vor zahlreichen neuen, spannenden Herausforderungen. Herausforderungen, die wir unter Beachtung der geltenden rechtlichen und tatsächlichen Bedingungen und der politischen Ziele annehmen und bewältigen müssen. Wir wollen, auch das ist schon angeklungen, als Arbeitgeber attraktiv bleiben und zeitgemäße Arbeitsplätze bieten. Wir wollen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern moderne Büros zur Verfügung stellen. Und wir wollen dabei zugleich auf ökologische Aspekte achten. Wir wollen im Rahmen unserer Strukturmaßnahmen, etwa in der Steuerverwaltung, Arbeit zu den Menschen und in die Heimat bringen. Wir wollen damit die Verwaltung effektiver und effizienter aufstellen, zugleich ländlich geprägte Regionen stärken und unsere Beschäftigten noch mehr heimatnahe Arbeitsplätze anbieten. Wir wollen die Aufgaben zu den Menschen bringen, statt dass Menschen lange Strecken zu den Aufgaben pendeln müssen. All dies führt zu einer notwendigen Weiterentwicklung unserer Immobilienstrategie. Ganz generell gilt dabei, möglichst rechtzeitig abzuschätzen, welche Liegenschaften voraussichtlich langfristig weiter benötigt und genutzt werden sollen und an welchen Liegenschaften perspektivisch kein oder geänderter Bedarf mehr besteht. Bei den Leo-Liegenschaften, die für eine Dauer von bis zu 30 Jahren angemietet sind, haben wir nun die Hälfte der Laufzeit erreicht. Aus unserer Sicht ist daher nun der richtige Zeitpunkt für eine Evaluierung, also eine Art Halbzeitbilanz, gekommen, um auf Basis des gegenwärtigen Erreichten in die Zukunft zu blicken und unsere Immobilienstrategie daran auszurichten. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit Eingeständnis zu tun, sondern ist einfach nur Ausdruck von vernünftigem Verhalten von Verwaltung. In den nächsten Jahren wird vermehrt die Möglichkeit bestehen, einzelne Bestandteile des Portfolios abzumieten, sodass zu klären ist, wie mit den jeweiligen Mietverträgen weiter verfahren werden soll. Es wird Standorte geben, an denen wir Mietverträge verlängern wollen, andere, die wir auslaufen lassen. Es kann sinnvoll sein, hinsichtlich einzelner Gebäude über einen Rückkauf zu verhandeln oder sie weiterentwickeln zu lassen. All das schauen wir uns gründlich, ohne Vorfestlegung und auch unter Einbindung in der Tat externen Sachverstandes an. Schon in den nächsten Monaten beispielsweise wird über die künftige Entwicklung der Liegenschaft auf dem Schiersteiner Berg zu befinden sein, welche vor wenigen Wochen mit der OFB eine neue Eigentümerin hat. Wir sind sehr zuversichtlich, zusammen mit diesem professionell ausgesprochen ausgewiesenen Partner und der Stadt Wiesbaden für das Gesamtareal eine auch städtebaulich attraktive und zukunftsfeste Perspektive entwickeln zu können. Herr Schatzler, erlauben Sie mir den bescheidenen Hinweis, dass die zwischen den Fraktionen vereinbarte Redezeit abgelaufen ist. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Der Verkauf der Leo-Liegenschaften ist ein mehr als 10 Jahre zurückliegendes Faktum. Es ist müßig, Schlachten der Vergangenheit immer wieder neu entfachen und schlagen zu wollen. Der Umgang mit den Büroimmobilien des Landes erfordert heute etwas völlig anderes. Die Aufgabe lautet Gestaltung der Zukunft. Genau das nehmen wir in den Angriff, und alle Beteiligten sind herzlich eingeladen, diesen offen und transparent angelegten, durchaus mühsamen, aber lohnenden Prozess aktiv, kritisch und konstruktiv zu begleiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär Dr. Worms. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt, und ich stelle fest, dass die Aktuelle Stunde abgehalten worden ist.